Hallo Leute, liebe Zuschauer. Heute wollte ich euch mal kurz ein Projekt vorstellen. Und zwar wollte ich Fußabdrücke sägen. Es soll ein Schulprojekt werden. Und dazu habe ich jetzt ein paar blaue Kunststoffe. Es sollten blaue sein. Unter anderem auch das hier. Und da wollte ich euch mal zeigen, wie ich diese aussäge, mit welchen Sägeblättern, also ich möchte auch das hier an meiner Tischkreissäge klein sägen, also passend, so dass zwei Füße drauf passen. Und mit welchem Sägeblatt und mit welchen Laubsägeblättern ich damit gut zurechtkomme, das werdet ihr in dem folgenden Beitrag sehen. Und so hoffe ich, dass es auch so gelingt, dass ihr den einen Tipp oder anderen Trick da noch für euch selber nutzen könnt. Soweit, seid schlau und bleibt neugierig. Das Kreissägeblatt ist ein ganz feines, 1,6 mm in der Stärke, und ich habe so eingestellt, dass knapp 1 mm das Ganze über dem Kunststoff hochragt, und so dürfte auch trotz weiter Zahnung quasi dieses Kunststoff gut zu sägen sein. Ist so fein eingestellt gewesen, dass teilweise noch die Folie dran geblieben ist, beziehungsweise nicht durchgesägt wurde. Aber von der Struktur her bin ich zufrieden. Und auch mit dem langsamen Vorschub hat es sehr gut geklappt. Da ist nichts ausgebrochen oder zerschmettert quasi. Man kann also erkennen, ich habe hier so knapp unter der Oberfläche, gesägt, so dass da noch diese Kunststoffstreifen dran geblieben waren. Der Schnitt ist wieder mal sehr gut gelungen, und Schutzbrille nicht vergessen. Und ebenso auch Gehörschutz ist empfehlenswert bei solchen Arbeiten. Nun gilt es, ein paar Fußabdrücke auszusägen, und das mache ich an der Hegner mit meinem Lieblingslaubsägeblatt, dem MGT Nummer 5. Warum? Weil dieses auch für Kunststoffe deklariert wurde in einer gewissen Liste. Allerdings sind Kunststoffe
ein weit umfassender Begriff. Und da ich ja PMMA, also Polymethylmethacrylat, sägen möchte, jeweils in drei Schichten, also auch ein Stapelschnitt, bin ich gespannt, ob das Sägeblatt ja dafür geeignet ist. Vor allem, es hat Gegenzähne. Und mit Gegenzähnen sollte man bei geringeren Materialstärken die nicht in Betracht ziehen, quasi. Also, wie es ausschaut und wie es funktioniert, lasst euch überraschen. Ich bin der Meinung, dass ich langsam sägen sollte und so wird es irgendwann mal Widerschnitte geben oder einen Zeitraffer. Also diese Füße hatte ich ja gesägt, jetzt an der Dekupiersäge mit 1350 Touren und einem Blatt der Größe Nummer 5 von Pegas MGT. Jetzt wollte ich aber ein kleineres Blatt nehmen, und zwar das 2er, 2/0er. Weil ich jetzt auch mehr Zeit habe zu sägen. Vorher musste ich ja noch schnell in die zu meinen Kursen, zu meinen Schülern. Und so habe ich mich halt mit dem MGT Nummer 5 beeilt, auch von der Schnittgeschwindigkeit. So. Jetzt drossel ich mal die Dekupiersäge auf 1000 Touren, auf 1000 Hübe. Ich stecke sie mal hier ein. Und Staubsauger an.
So, ich bin der Meinung, ich brauche hier keine Staubabsaugung, so dass ich da nur die Pustvorrichtung nutze. Also, nachdem mir jetzt das Sägeblatt ja hier gerissen war, wie ich es inzwischen getauscht habe, habe ich hier aufgebohrt. Gerissen war es mal ja, weil das Kunststoff, das geschmolzene Kunststoff um das Sägeblatt wieder gehärtet war. Und hier sieht man, wie es auch geschmolzen ist. Also werde ich versuchen, noch geringere Hübe zu nutzen, um ein Wiederverschmelzen des Kunststoffs zu verhindern. Mach das jetzt mal so, spann das hier fest. Und belasse es so. Okay. Die Hübe von 1000 auf 800. Machen wir 600. Ich habe hier drei Lagen, also insgesamt 9 mm und dementsprechend muss ich Geduld zeigen beim Durchsägen. Sowohl von der Materialstärke her, auch vom feinen Laubsägeblatt. Aber man kann erkennen, hier ist es ein ganz anderer Sägeschnitt bei den niedrigen Touren als hier bei. So, das MGT2-0, das hat bessere Resultate geliefert, allerdings ging es auch viel langsamer voran. Und dementsprechend werde ich jetzt mal auch ein Laubsägeblatt ohne Gegenzähne verwenden, und zwar ein einfaches Skip Nummer 5. Also ein etwas mittlere Gröbe, und ich denke mal, das wird mir bessere Resultate liefern, weil es keine Gegenzähne hat. So, ich werde jetzt von dieser Seite raussägen. Und dann schauen wir mal, wie der Schnitt da ist und ob das dann auch zusammenklebt. Auch wenn es jetzt keine Gegenzähne hat. Ja, es verklebt nicht, so wie es aussieht. Die Säge läuft bei 600 Hüben.
Und jetzt erhöhe ich mal. Sind es 1400 Liter. Und siehe da, mit 1400 Hüben sägt es wunderbar. Also ich brauche gar nicht langsam zu sägen. Nachher gucken wir auch hier. Es ist nichts verklebt. Ja. Und dementsprechend kann ich mit voller Leistung hier den Kunststoff weiter sägen mit diesem Sägeblatt. Ja, liebe Leute, so macht das Säge Spaß. Natürlich immer abhängig vom benutzten Material, von der Materialstärke, und dementsprechend muss man halt ein bisschen Geduld haben und das richtige Laubsägeblatt finden. So, ich wäre eigentlich durch, allerdings säge ich jetzt noch mal diese wieder verklebten Stellen durch. So, aus irgendeinem Grund das lässt sich gut lösen. Okay. So, bevor ich es jetzt ganz auseinandernehme, mache ich auch hiervon ein Foto. Ja, liebe Leute, das Skip Nummer 5, davon bin ich jetzt begeistert. Bei meiner 9mm PMMA Kunststoffstärke und den drei Schichten quasi. Es hat ein wunderbares Schnittbild hinterlassen, so gut wie sauber. Dementsprechend müssen die Kanten auch kaum noch bearbeitet werden. Also ein Laubsägeblatt mittlerer Größe ermöglicht einen guten Sägefortschritt, und die fehlenden Gegenzähne, die bescheren dementsprechend auch ein sauberes Schnittbild. Ein kleiner Tipp am Rande noch: mit solchen Schabern oder ein Grater kann man dann dementsprechend noch das Kunststoff bearbeiten, quasi in Graten. Und ja, das war's eigentlich schon. In der Hinsicht, seid schlau und bleibt neugierig. Bis dann. Ciao, ciao.
Noch ein weiterer Tipp. Vermutlich ist es besser, andere Folien zum Verkleben nutzen, weil so ein Band auch noch Klebereste hinterlassen kann. So, hier versuche ich auch noch die letzte Folie abzuknibbeln. Und das ist das Manko, wir haben hier jetzt noch Klebereste. Das lohnt sich nicht irgendwie was da wegzuknibbeln. Man kann einfach ein Klebeband quasi nochmal nehmen. So ein Klebeband und tupfen. Einfach tupfen. Die Position wechseln und weiter tupfen. Und schon wird es sauber. Rückstandslos. Ja, das war noch ein weiterer Tipp meinerseits. Dementsprechend, seid schlau und bleibt neugierig wiederum. Und viel Spaß mit meinen Videos.